Ho, 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 liebe Weihnachtsfreunde. Wir sind heute beim 12. Pochabler Advent. Das Besondere hier ist, dass die Händler fast ausschließlich aus sozialen Vereinen, Kindergärten und Schulen bestehen. Was bedeutet das jetzt für euch? Das heißt, schon bereits mit einem kleinen Geldbeutel könnt ihr ein großes Weihnachtserlebnis haben. Schauen wir uns das doch mal an. Was gibt's denn hier zu gewinnen? Also wir haben Kleingewinner, die gehen los bei Plüschtieren über Spiele bis hin zu Gutscheinen für das Hain oder für den Dresdner Zoo oder Saurierpark Kleinwelga. Das sind die Lose, die wir haben. Und ja, der Gewinn oder die Einnahmen für diese Lotterie spenden wir an Lichtblick für einen gemeinnützigen Verein. Gut, dann schaue ich mal, was ich gezogen habe. So ein Pech gleich nochmal. Dankeschön. Da haben wir zumindest was für die Gesundheit getan. Was soll's? Jetzt wird mir aber doch schon ein bisschen kalt. Da werde ich mal schauen, wo ich mich hier ein bisschen aufwärmen kann. So, unsere Hausspezialität, Le Mumpa. Kann man nur empfehlen, für kalte Tage. Prost! Oh, 15 Uhr. Da sollten wir uns beeilen, das Programm geht gleich los. Da meldet sich aber langsam der Bauch. Da werde ich mal gucken, was es hier zu essen gibt. So, da habe ich ja jetzt was zu essen gefunden. Das sieht ja richtig gesund aus. Was gibt es hier denn? Hier gibt es vegan Falafel. Und was macht ihr sonst so, wenn ihr nicht gerade am Falafelstand steht? Ja, wir sind heute mal ausnahmsweise am Falafelstand, sonst sind wir vom Umweltzentrum Freital. Und unsere Hauptaufgabe ist Umweltbildung für Kinder und Erwachsene in Freital und Umgebung zu machen. Genau. Und das ist auch der Grund, wieso wir hier nicht ganz normales Essen anbieten, sondern eben was Veganes, weil das nämlich auch gut ist fürs Klima, wenn man sich vegan ernährt. Und
Wir haben hier Bio-Essen und das ist sogar vom Bioladen aus Freital. 3 Euro bitte. Bitte schön. Dankeschön. Dann lass ich mir mal schmecken. Wir haben hier was zu essen bekommen, was zu trinken bekommen, hatten ein schönes weihnachtliches Programm. Also ich bin rundum glücklich. Und wie hat es Ihnen gefallen? Mir hat es gut gefallen. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich fand es schön hier. Super. Und kommen Sie dann nächstes Jahr wieder? Na, aber sicher doch. Natürlich. Ja. Das ist schön. Dann verabschiede ich mich in dem Sinn und wünsche noch eine schöne Weihnachtszeit. Tschüss.